Ubisoft. Nochmals Ubisoft. Dungeon Engine. Far Cry 5. Und damit herzlich willkommen zu Far Cry 5. Ja, ich spiele das Spiel jetzt zum zweiten Mal von vorne, dadurch, dass es ja beim ersten Mal irgendwie immer wieder Probleme gab mit der Aufnahme. Deswegen versuche ich es nochmals und entschuldige mich, dass es jetzt etwas später erst auftauchen wird, aber wir werden das schon machen. Und somit müssen wir da mal auswählen, sind wir ein Mann oder sind wir eine Frau, sind wir ein Mann oder sind wir eine Frau. Und dadurch, dass es ein Shooter ist und ich ein Mann bin, werde ich den Mann spielen. Tut mir leid. Wieso? Bestätigen. Bestehende Speicherdaten überschreiben? Ja, natürlich wollen wir das. Sonst hat es ja keinen Sinn. Haha. Toll. Na dann. Fangen wir nochmals an in Hope County. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen überschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Ja, so spricht der Vater zu seinen Jüngern hier im Spiel. Und hier im Bild sehen wir schon den Vater. Mal schauen, ob er auch wirklich so brav ist, wie wir hoffen, oder ob er einfach nur der Vater ist. Der Vater leider. Mal schauen, was passieren wird. Steigen wir ein ins Geschehen. Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun,
Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph sieht, wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's! Und dann geht's los. Mal schauen, was uns erwartet. Da hinten haben sie schon ein schönes Lagerfeuer gemacht, so wie gesehen. Das wäre echt, echt nett. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Wieder den Stick umzugehen. Ja, logisch. Rookie, zu mir. Locker bleiben, ja? Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das sind ganz locker. Nicht, muss ich schneller gehen? Ja, kann man nicht. Das ist generell schön bewaffnet hier, muss ich zugeben. Leider. Ich habe etwas Angst davor. Was sind diese Hunde? Hier. So, Eintrittsbesprechung. Schauen wir mal, was kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen, weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen, unsere Waffen, unsere Freiheit, unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich.
Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmt die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Ja, dann werden wir das mal machen. Das nicht zulassen. Doch, wer da? Der wird mir Handschellen anlegen. Leg ihm Handschellen an. So. Zack. Manchmal Zack. Ist es das Beste. Sehr gut. Es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Gehen wir. Dann führen wir den Vater mal nach draußen. Mal schauen, was uns jetzt erwartet vor den Türen der Kirche. Ich kann den Vater nicht schneller gehen, das ist das, was mich ärgert. Dass ich nur dieses Tempo gehen kann, das eine. Dann geht das nicht schneller. Etwas schneller wäre mir angenehmer. Denn hier ist der tolle Song. Toll wird der Schaufel bewaffnet. Unglaublich. Smartphone in der Hand. Nein, die Bibel. Kein Smartphone, eine Bibel. Verdammt. Drüben ist noch. Das Feuer. Das Problem ist, ja, haben wir nicht gehört, die Polizei ist auch infiltriert. Irgendwas haben wir da doch. So, schauen was passiert. Eine Produktion von Ubisoft Montreal Toronto. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden.
dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort los. Ich will raus hier. Ich will hier raus. Hilfe. Oh, sie ist mal weg. Ich halte sie fest, ne? Geht nicht. Wo ist Mucki? Raus. Man macht den auch auf. Ich kann nichts drücken. Das ärgert mich. Das kann ich drücken als. Ich kann doch drücken. Und dann laufen wir mal. So. Schnell weg hier. Schnell wie möglich. Zickzack-Muster weg vom Weg auf jeden Fall. So, wir sind im Rack. Puh. So, weiterlaufen. Oh, da ist Ende. So. Das Laufen stellen wir mal ein. Jetzt können wir mal langsam gehen, glaube ich. Die Zeit haben wir jetzt. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin soll. Denn wir sind auf der Fahndungsliste definitiv sehr weit oben. Hier. Im Peggyland. Verdammt. Haben wir nicht gut gemacht. Beziehungsweise ich glaube doch, dass der Polizist einer von ihnen war. Das hat doch geheißen, wenn die Polizei auch infiltriert. Am Anfang. Somit war die Polizei definitiv einer von ihnen. So wie die Leitstelle. So, wir gehen weiter, dass uns die da außen nicht sehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als gesehen zu werden. In dem Moment. So, klein machen. Und verschwinden. Ja, okay, wir müssen da zum Wohnwagen und da treffen wir den Marshall, so wie es aussieht. Na toll. Das freut mich ja jetzt richtig toll, dass wir zum Marshall dürfen. Und definitiv eine auf die Fresse kriegen. Pam. Okay. Wir können hinschlagen, aber das war's auch schon. Ist da jemand? Schleichen. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Hast du dich deinem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke R3, um eine leise Takedown durchzuführen. Okay, also länger. Ich sehe jetzt schon einen Gegner. Ich hoffe nicht. Unbewaffnet. Es geht gar nicht. So. Hier rein. Fertig aus. Auf. Schau mal, was passiert. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte erwischt. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Safe, mein Freund, safe. Ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen. Okay. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Okay. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher.
mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Okay, was ist jetzt? Hilfe, so, stopp. Kurze Pause, weil wir machen hier ein Folgenpäuschen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und sage euch bis zum nächsten Mal. Ciao und bleibt mir treu. Bis dahin. Baba.